Jetzt. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, herzlich willkommen an der Fritz-Reuter-Oberschule. Mein Name ist Frau Kretschmer, ich bin die Oberstufenkoordinatorin hier an dieser Schule und werde die Aufnahmegespräche und dann einschließlich bis zur Übergabe des Abiturzeugnisses die Schüler hier an der Schule betreuen. In einer kleinen Präsentation möchte ich euch unsere Gymnasiale Oberstufe vorstellen. An der Fritz-Reuter-Oberschule kann man nach erfolgreichem Besuch der Oberstufe das Abiturzeugnis erhalten. Dieses berechtigt deutschlandweit ein Studium an jeder Universität oder Hochschule aufzunehmen oder alternativ die Chancen bei einer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zu erhöhen. So, was ist das Besondere unserer gymnasialen Oberstufe? Die Fritz-Reuter-Oberschule ist eine integrierte Sekundarschule, kurz ISS genannt. Und die Besonderheit der integrierten Sekundarschulen besteht in dem Ablegen des Abiturs in insgesamt 3 Schuljahren. Damit unterscheiden wir uns von den Gymnasien, die bereits nach 2 Schuljahren das Abiturzeugnis aushändigen. Die dreistufige Abiturstufe umfasst zunächst die Klasse 11, die sogenannte Einführungsphase. Sie wird im Klassenverband unterrichtet, hauptsächlich als Pflichtunterricht. Darüber hinaus klassenübergreifenden Wahlpflichtunterricht, der sich in Basiskurse und Wahlpflichtkurse unterscheidet und als unmittelbarer Ansprechpartner analog zur Sekundarstufe 1 dient dem Klassenleiter. Nach erfolgreicher Versetzung in die Qualifikationsphase schließt sich dann der 12. und 13. Jahrgang an, der also ausschließlich für die Entscheidung eines erfolgreichen Abiturs relevant ist. Anstelle des Klassenverbandes tritt jetzt das sogenannte Kurssystem, welches sich in Leistungs- und Grundkurse aufteilt. Und da wir jetzt keinen Klassenverband mehr haben, ist der unmittelbare Ansprechpartner der sogenannte Tutor, ein unterrichtender Lehrer eines der beiden von euch gewählten Leistungskurse. Hat man diese 2 Schuljahre erfolgreich abgeschlossen und eine Abiturzulassung erhalten, dann schließen sich die Abiturprüfungen an. In Berlin werden an allen weiterführenden Schulen die gleichen Abiturprüfungen geschrieben, da in den meisten Fächern sogenannte Zentralprüfungsaufgaben erstellt werden. Das heißt also, das Abitur, was an den integrierten Sekundarschulen abgelegt wird, ist völlig gleichwertig zu dem eines Gymnasiums. So, wie setzen sich diese Abiturprüfungen zusammen? Jeder Schüler muss 3 schriftliche Abiturprüfungen ablegen. Das sind zum einen die beiden Leistungskurse als erstes und zweites Prüfungsfach. Darüber hinaus einen Grundkurs, der das dritte Prüfungsfach darstellt und zusätzlich eine mündliche Prüfung, ebenfalls einen Grundkurs, der das vierte Prüfungsfach ist. Vor einigen Jahren wurde zusätzlich eine 5. Prüfungskomponente eingeführt. Diese ist sehr stark angelehnt an die Präsentationsprüfungen, die ihr aus der Sekundarstufe 1 kennt. Das heißt, jeder Schüler wählt sich ein eigenes Thema und führt bei uns hier an der Schule dann eine Präsentation und ein anschließendes Prüfungsgespräch durch. So, wie ist diese 11. Klasse, die sogenannte Einführungsphase, aufgeteilt? Der Unterricht, der im Klassenverband stattfindet, umfasst die wichtigsten Kernfächer, die hier aufgeführt sind, mit ihren jeweiligen Wochenstundenvolumen. Ich will sie jetzt nicht im Einzelnen hier nochmal aufführen, sondern nur noch 1, 2 Dinge zu den Fächern Geschichte und Geografie nennen, die hier mit 1,5 Wochenstunden aufgeführt sind. Der Hintergrund ist, dass diese beiden Fächer epochal unterrichtet werden, Geschichte dann im ersten Halbjahr mit 2 Wochenstunden und analog dann Geografie im zweiten Halbjahr. Für jedes Fach und für jeden Kurs muss der Schüler eine Klausur pro Halbjahr schreiben, die den bestimmten Anteil der Zensur in diesem Fach ausmacht.
der Mindestzeitraum für diese Klausur sind 2 Unterrichtsstunden, das heißt also 90 Minuten. In der 11. Klasse wird jahrgangsweise unterrichtet, das heißt also die Entscheidung für die Versetzung wird am Ende des Schuljahres getroffen mit den Bewertungen des gesamten Schuljahres. Pro Halbjahr erhält jeder Schüler also ein Zeugnis mit Punkten und Noten und am Ende des Schuljahres dann auf dem Zeugnis auch den Versetzungsvermerk, der durch festgelegte, zentral festgelegte Versetzungskriterien vorgenommen wird. Sollte ein Schüler die Einführungsphase nicht erfolgreich ablegen, so besteht über einen Antrag die Möglichkeit, die Einführungsphase zu wiederholen. So, welche wichtigen Kurswahlen muss also jeder Schüler aus der jetzigen 10. Klasse für die Einführungsphase 2020/21 treffen? Das sind zum ersten die sogenannten Wahlpflichtkurse, ehemals Profilkurse. Jeder Schüler wählt 2 dieser sogenannten Wahlpflichtkurse, die in 2 Schienen 1 und 2 aufgeteilt sind. Die Entscheidung für diese zusätzlichen Fächer haben als Hintergrund, dass die Schüler die Wahl nach ihren Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten vornehmen sollten. An unserer Schule bieten wir in der Schiene 1 die Fächer Deutsch, Englisch, Kunst, Physik und Biologie an und in der Schiene 2 Englisch, Mathematik, Geschichte, Geografie, Biologie und Chemie, also ein umfangreiches Fächerangebot. Was hat es mit diesen beiden Schienen auf sich? Diese Schienen 1 bzw. 2 liegen parallel im Stundenplan. Das heißt also, hier werden dann je nach Wahl der Schüler, wenn also ausreichend Wahlen für diesen Kurs vorgenommen werden, von mir die Kurse eingerichtet und die Schüler haben dann in diesen jahrgangsübergreifenden Kursen Unterricht. Warum tauchen jetzt in den beiden Schienen Englisch 2-mal auf, analog Biologie? Das hängt mit den Wahlentscheidungen der Schüler zusammen, dass diese beiden Fächer sehr häufig gewählt wurden und wir als Schule hier ein möglichst breites Kombinationsangebot hier realisieren wollen und deshalb diese beiden jeweils in den beiden Schienen. Ein Hinweis noch zur Kombination Kunstgeschichte bzw. Kunstgeografie. Keines dieser 3 Fächer ist ein sogenanntes Kernfach. Das heißt also, mit dieser Fächerkombination ist es nicht zulässig, ein Abitur abzulegen. Und deshalb ist diese Wahl in der Klasse 11 als Wahlpflichtkombination auch nicht möglich. So sollte sich ein Schüler zu Beginn des 11. Schuljahres falsch entschieden haben, so ist zum Halbjahr die Möglichkeit, über einen Antrag diesen Kurs noch einmal innerhalb der Schiene zu wechseln. Perspektivisch sollen diese beiden Wahlpflichtkurse die Leistungskurse werden. Die zweite wichtige Entscheidung sind die sogenannten Fremdsprachenkurse. An der Fritz-Reuterer-Schule haben wir die Fremdsprachenkombination Englisch, Französisch, Latein. Englisch durchgängig als erste Fremdsprache, die im Pflichtunterricht stattfindet. Als zweite Fremdsprache bei uns Französisch, sowohl ab Klasse 7 als auch ab Klasse 9. Und als neue weitere Fremdsprache für die Schüler, die bisher keine zweite Fremdsprache belegt haben, bieten wir an unserer Schule ausschließlich Latein an. Hintergrund, dass also oftmals Schüler in 7 und 9 sich noch nicht entschieden haben, sie aber trotzdem perspektivisch auch die Möglichkeit bekommen sollen, Abitur zu machen. So, was ist verbindlich für die zweite Fremdsprache? Um ein Abitur ablegen zu können, muss ein Schüler durchgängig eine zweite Fremdsprache 4 Schuljahre belegt haben. Das heißt, jeder Schüler, der ab Klasse 7 eine zweite Fremdsprache begonnen hat, kann diese nach der 10. Klasse abwählen, kann allerdings auch weitermachen. Er hat dann 2 Optionen.
damit er noch genügend Stunden hat und diese Abitur auch deutschlandweit anerkannt wird, muss er zusätzlich einen anderen Kurs belegen. Das ist zum einen die Möglichkeit, Latein als dritte Fremdsprache zu wählen oder, zu dem Kurs komme ich gleich, den Basiskurs Informatik zu wählen. Schüler, die ihre zweite Fremdsprache erst in Klasse 9 begonnen haben, müssen also mindestens noch diesen Kurs bis Klasse 12 belegen. So, der Hintergrund, dass man also diese zweite Fremdsprache ab Klasse 7 abwählen kann, ist, dass auch Schüler, die von anderen Schulen kommen mit einer zweiten Fremdsprache, zum Beispiel Russisch oder auch Spanisch, können bei uns das Abitur ablegen. Wir bieten diese Fremdsprache nicht an. Das heißt also, sie müssten dann alternativ Latein belegen als dritte Fremdsprache oder Informatik als Basiskurs. Ein Hinweis noch zu Latein. Ich sprach davon, dass die zweite Fremdsprache 4 Schuljahre durchgängig belegt werden muss. Wir haben aber nur noch 3 Oberstufenjahre zur Verfügung. Der Gesetzgeber hat dieses Problem dahingehend gelöst, dass die Sprache Latein anstelle von 3 Wochenstunden jeweils mit 4 Wochenstunden unterrichtet wird. So kann dieses eine fehlende Schuljahr aufgeholt werden. Über die Entscheidung der Wahlpflichtkurse und der Fremdsprachenfolge sind sogenannte Basiskurse zu wählen. Die erste wichtige Entscheidung ist hierbei die Entscheidung für ein künstlerisches Fach, welches 2 Wochenstunden umfasst. Jeder Schüler muss sich also unter den Fächern Musik, Bildende Kunst und Darstellendes Spiel für eines dieser 3 Fächer entscheiden. Wichtig bei dieser Wahl ist es, dass diese niemals wieder korrigiert werden kann. Die Entscheidung muss in Klasse 11 getroffen werden, kann dann durchgängig auch bis Klasse 13 belegt werden und unter bestimmten Bedingungen dann auch als Abiturprüfungsfach genutzt werden. Allerdings nur, wenn man in Klasse 11 damit begonnen hat. Deshalb wichtig, sich in Ruhe im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, welches dieser 3 künstlerischen Fächer möchte ich belegen. Dann als zweiten Basiskurs haben wir hier Informatik. Dazu hatte ich ja einige Dinge schon gesagt. Informatik ist kein Pflichtkurs für das Abitur. Das heißt, man muss nicht Informatik belegen, man kann es. 2 Alternativen, entweder als Ausgleich für die zweite Fremdsprache oder, da man es perspektivisch für einen weiteren Werdegang braucht, kann man es als zusätzlichen Kurs auch belegen. Wenn man das durchgängig gemacht hat bis zur Klasse 13, besteht auch die Möglichkeit, Informatik als drittes, viertes oder fünftes Prüfungsfach zu wählen. 1-2 Worte noch zum Religionsunterricht. Wir bieten bei uns an der Schule auch Religionsunterricht an. Am Anfang des neuen Schuljahres wird das Interesse der Schüler an den Religionsunterricht erfragt und danach geeignet Schülergruppen gebildet und entsprechend des Stundenplanes nach einem geeigneten Termin gesucht. Nun habe ich eine ganze Menge zum Unterricht gesagt. Das ist aber in der Kursphase bei weitem nicht das Einzige, sondern unsere Schule bietet auch eine Reihe von Projekten an. Das ist zum einen eine Projektfahrt nach Rom, immer von den Lateinern organisiert. Wir haben einen Schüleraustausch mit Frankreich, wo im Wechsel die Schüler unserer Schule die französischen Schüler besuchen oder die Schüler zu uns kommen. Wir haben eine Großbritannienfahrt, sehr, sehr erfolgreich und traditionell. Jedes Jahr die sogenannte Heldrungenfahrt. Das ist eine Projektfahrt, die von den künstlerischen Fächern organisiert wird. Und dann, allerdings wichtig, für die doch recht umfangreiche Wahlangebotsgründe, die wir haben, was die Sportkurse anbelangt, haben wir darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, einen Surf- und oder einen Skikurs zu besuchen. Ja,
ein paar Informationen noch zur Anmeldung. Alle wichtigen Informationen finden Sie oder ihr auch auf unserer Homepage. Wichtig ist das Anmeldeverfahren. Für alle Schüler von Fremdschulen beginnt die Anmeldung nach den Februarferien jeweils am Dienstag von 14 bis 15:30 Uhr im Raum 1.1 bei mir. Alle Termine findet man auf unserer Homepage. Was ist zu dieser Anmeldung mitzubringen? Zum einen die Kopie des Halbjahreszeugnisses und in einem Beratungsgespräch dann ein Anmeldeformular. Wichtig für unsere Schule, es werden auf der Homepage keine Aufnahmeanträge dort auftauchen. Die Aufnahme erfolgt ausschließlich über ein persönliches Beratungsgespräch. Dort müssen die entsprechenden Kurse gewählt werden und das Formular ausgefüllt werden. Für Schüler der Fritz-Reuthofer Schule alternativ besteht die Möglichkeit, unmittelbar nach den Februarferien täglich am Vormittag bei mir im Raum 1.1 zu erscheinen und dieses Formular gemeinsam mit mir auszufüllen. Neben dem Halbjahreszeugnis für die Fremdschüler müssen folgende Dinge noch mitgebracht werden. Sollte ein Schüler allein zur Aufnahme zum Anmeldegespräch kommen, dann ist eine Vollmacht unbedingt notwendig. Schöner wäre es natürlich, wenn die Schüler gemeinsam mit ihren Eltern kommen. Im Vorfeld sollten folgende Fragen beantwortet werden. Welche Fremdsprachen wurden bisher gelernt? Welche unter Umständen zwei Fremdsprachen sollen in der 11. Klasse noch auf dem Stundenplan stehen? Möchte ich, weil ich es kann, die zweite Fremdsprache unter Umständen abwählen? Entscheide ich mich für die dritte Fremdsprache Latein oder dann entsprechend Informatik? Möchte ich zwei Wochenstunden Musik, Kunst oder darstellendes Spiel belegen? Und zusätzlich, wenn es nicht als Alternative für die zweite Fremdsprache dient, zusätzlich auch noch das Fach Informatik belegen. Und eine ganz wichtige Entscheidung, welche beiden Wahlpflichtkurse wähle ich? Unerlässlich für die Anmeldung an allen weiterführenden Schulen ist der sogenannte EALS-Anmeldeleitfaden. Der Hintergrund ist, dass sich jeder Schüler in Berlin nur an einer einzigen weiterführenden Schule anmelden kann. Diesen EALS-Anmeldeleitbogen erhält man an seiner Schule der 10. Klasse. Es gibt einen verantwortlichen Kollegen, der diese Daten in das EALS-Leitportal einpflegt und den entsprechenden Anmeldebogen aushändigt dem Schüler. Erfahrungen der letzten Jahre waren es, dass dieser Bogen zum Anmeldezeitraum Februar, März noch nicht vorlag. Deshalb führen wir in Absprache mit allen Lichtenberger Schulen die Anmeldung auch unabhängig von dem Leitbogen im Zeitraum nach den Winterferien bis zu den Osterferien durch. Unerlässlich ist aber das Nachreichen dieses Bogens entweder auf Postwege oder persönlich. Etwa um die Osterzeit prüfe ich dann die Unterlagen auf Vollständigkeit und jeder erhält dann auf Postwege von mir die Information, die Unterlagen sind vollständig oder sind bestimmte Dinge noch unerlässlich nachzureichen. Ein letzter Hinweis noch zur Chance, einen Platz an der Schule zu bekommen. In den letzten Jahren waren die Anmeldungen umfangreicher als die möglichen Plätze und deshalb sind von der Senatsschulverwaltung für alle Berliner Schulen Regeln getroffen worden, wie die Anmeldung zu erfolgen hat. Als erstes sind unerlässlich alle Schüler der eigenen Schule aufzunehmen, das heißt also alle Schüler der Fritz-Reuthofer Schule, die die Bedingungen erfüllt haben für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe, müssen von mir aufgenommen werden. Das Gleiche gilt für Schüler der Kooperationsschulen.
Kooperationspartner der Fritz-Reuter-Oberschule sind zum einen die Kaspar-David-Friedrich-Schule und die Puschkin-Oberschule. Und im Anschluss werden die freien Plätze nach einem Ranking erteilt. Das Ranking erfolgt ausschließlich über die Noten aus den schriftlichen MSA-Prüfungen Deutsch, erster Fremdsprache und Mathematik. Daraus habe ich dann eine Punktsumme vorzunehmen und nach der dann die entsprechende Reihenfolge der Aufnahme festzulegen. Sollten Schüler gleiche Punktsummen haben, dann muss letztlich das Los entscheiden. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt, was wichtig ist für eine gymnasiale Oberstufe. Ich möchte das nochmal zusammenfassen mit der These, dass die Bildung auf drei Säulen beruht. Das ist zum einen Kunst. Wir sehen hier nochmal ein sehr schönes Exemplarbeispiel dafür, was im Rahmen des Kunstunterrichts der Kursphase entstanden ist. Das ist zum zweiten der Geist. Hier sehen wir eine Präsentation von Schülern des 13. Schuljahres und natürlich auch die Natur. Ein Foto, was entstanden ist im Rahmen einer Projektfahrt. Ja, damit möchte ich mit meiner Präsentation schließen. Ich hoffe, es sind wichtige Informationen weitergegeben worden und ich würde mich freuen, wenn wir uns im Februar oder März bei uns an der Schule zu einem Aufnahmegespräch wiedersehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.